ich grüße euch. Hier ist der Andi, aka Rookie One. Und ich habe heute Probleme einzuschlafen. Es ist 4 Uhr morgens. Ich habe mir jetzt einen Kaffee gemacht und habe mir gedacht, da kann ich meine Zeit auch sinnvoll verbringen, indem ich einfach noch was spiele. Und das sind die besten Zeiten, um ein Video aufzunehmen, oder? Und da habe ich mir gedacht, Another World ist genau das Richtige. Ist ein Spiel aus meiner Jugend, habe ich auf dem Amiga damals gespielt. Ich habe es damals nie, als Kind nie geschafft, es durchzuspielen. Dann später auf dem Mega Drive habe ich es mal durchgespielt. Und ich möchte euch das Spiel einfach mal zeigen, weil es ist auch ein Budgetspiel, kostet jetzt 7,99 auf der Xbox One und PlayStation 4. Ist vor einiger Zeit am PC erschienen. Und zwar ist das die 20th Anniversary Edition und ist grafisch aufgewertet, hat neue Soundspur bekommen. Beinhaltet sogar die original Mega-CD-Soundspur. Also, ich schalte jetzt aber mal um auf Remastered, das ist die neue. Ja, Auflösung kann man umschalten im laufenden Spiel. Bildschirmgröße ist schon ganz groß, lassen wir so. Schwierigkeitsgrad, gehen wir auf leicht. Der hat aber auch kaum Auswirkungen, der Schwierigkeitsgrad bei dem Spiel. Spielt also keine große Rolle. Da gehen wir mal einfach rein. Das Intro lasse ich laufen, ich halte dabei die Klappe, da könnt ihr es euch in Ruhe angucken. Bis gleich. So, da geht's auch schon direkt los. Nein, ich bin nicht tot. Ich bin einfach in eine andere Dimension katapultiert worden. Jetzt muss ich auch direkt losspielen, muss nach oben drücken, um hier aus dem Wasserbecken zu kommen. Und wenn ich jetzt hier stehen bleiben würde, wird mich direkt. Da kommt die Krake schon hoch und die wird mich fressen. Und hier haben wir schon direkt diese Würmer an der Decke. Und die fallen jetzt auf den Boden und die killen mich auch. Alles tötet mich hier direkt One-Hit-mäßig. Also da muss man schon schwer aufpassen. Alles, was die Figur hier kann, ist rennen, ducken, treten
Und später kriege ich noch eine Pistole, damit kann ich dann noch ein paar Funktionen machen. Das zeige ich euch nachher. Hier muss man auch wieder schwer aufpassen. Kommen Tiere von oben runtergefallen. Was ihr eben gesehen habt im Vorspann ist was ganz Besonderes. Und zwar war das eins der ersten Spiele, das den Anspruch hatte, cineastische Videosequenzen zu haben. Und das lange bevor die CD zum Beispiel als Videospielmedium benutzt wurde. Und ja, auch das ganze Gameplay ist so ein bisschen auf dieses Cineastische aus. Ist übrigens der Urvater der Oddworld-Spiele, kann man fast sagen. Also direkter, würde ich mal sagen, geistige Nachfolger ist, glaube ich, Flashback und dann ging das später mit Apes Odyssey weiter. Und jetzt kommt direkt hier Flucht nach vorne. Lauf, lauf, lauf. Ah. Jump. Und zurückrennen. Gas, Gas, Gas. Alles, was man hier macht, macht man im Endeffekt, weil man es auswendig weiß. Weiß man das nicht auswendig, stirbt man. Aber auch da hat dieses Spiel eine Revolution begangen damals. Und zwar ist es eins der ersten Spiele mit Checkpoints. Auch jetzt bin ich immer noch nicht tot, nur betäubt. Muss jetzt immer mal einen Schluck Kaffee zwischendurch nehmen, sonst wird das hier nichts. Ausbrechen tue ich jetzt, indem ich hier den Käfig links, rechts schaukele. Das sind, wie gesagt, alles Dinge, die muss man wissen. Früher am Amiga, da haben wir rumprobiert stundenlang, bis wir irgendwas rausgefunden hatten. Und daher haben wir es als Kinder auch nie richtig durchgespielt, weil es nachher bockschwer wurde, Dinge rauszufinden. Batz. Er hat mich jetzt wohl Kumpel genannt. Hier liegt die Pistole. Für alle, die auf Erfolge aus sind, hier gibt es die Stelle einfach hier stehen bleiben und es taucht ein kleines UFO auf und er schießt mich. Das ist der UFO-Erfolg, also auch ein Geheimerfolg, glaube ich. Jetzt gehen wir mal weiter. Nein, die Waffe ist leer. Das ist mein Ende. Also die Waffe kann auch leer werden. Da müssen wir gleich mal. Jawohl. Schild aufbauen. Also einmal kurz gedrückt halten ist Schild aufbauen. Lange gedrückt halten ist super Schuss. Gehen wir lieber schnell weg. So, jetzt gucken wir mal, wo geht's denn unten lang? Hundertprozentig auswendig weiß ich das jetzt gerade auch nicht mehr. Ah ja, genau. Noch weiter runter. Ich muss erstmal meine Waffe aufladen. Dazu muss ich jetzt einen Schalter betätigen, damit hier Teleporter funktioniert. Gucken wir gerade mal, wo das ist. Da ist der Schalter. Aus. Schuss, jawohl. Ah, verdammt. Das probieren wir gleich nochmal. Halt, stopp, ich zeige euch erst was. Wenn man hier ganz nach oben fährt, kann man auch einen Erfolg holen. Und zwar hier ans Fenster gehen und rausgucken.
finde das Spiel heute immer noch sehr stimmig. Gerade mit den neuen, überarbeiteten Grafiken hier ist das schon cool. Einmal schießen, jawohl, wieder zurück. Komm, Digga, mach hin. Ist die Waffe leer, ich gehe kaputt. Schnell wieder hoch. Nein. Ah. So coole Sachen haben die sich damals schon ausgedacht. Das ist doch der absolute Hammer, Mann. Aua. Da geht's tief runter. Ja, der Dampf tötet mich natürlich auch instant. Ja. So wie alles, was hier sich bewegt. Das sieht auch gut aus. Das ist eine Ladestation. Hier kann ich meine Waffe laden. Zack. Voll. Das ist übrigens nicht ganz realistisch gehandhabt mit der Waffenmunition. Weil wirklich leer wird die nur dann, wenn das Spiel nicht will, dass du geladene Waffe hast. Ja. Alles sehr geskriptet in diesem Spiel. Das macht aber nichts. Ah! Nein, da muss ich doch springen. Gleich nochmal hier. Ich wollte doch springen, warum ist er nicht gesprungen? Wie soll man das jetzt wissen, dass man hier die Wand durchbrechen muss? Das findet doch ein, wie alt war ich damals? 9, 10, 11? 11, glaube ich. Findet doch ein Elfjähriger niemals raus. Ja. Ah, jetzt wird es das erste Mal richtig kompliziert. Zumindest für jemanden, der das Spiel nicht kennt. Das Wasser muss weg. Ach, Scheiße. Ja, das ist so ein bisschen gerade schwer zu erklären, aber wenn du eine Aktion
ausführst, dann im falschen Moment, dann ist es nicht möglich, direkt eine andere auszuführen. Es kann zum Tod führen. So, genau. Jetzt geht's los. Bin ich ja richtig stolz auf mich, dass das direkt funktioniert hat. Die meisten Menschen sterben hier immer 3, 4, 5, 10 Mal. Das müssen wir aufschießen. Und jetzt gehen wir erstmal hoch. Können wir auch hier rüber. Genau. Ah ja, jetzt habe ich vergessen. Jetzt muss ich erst wieder runter. Jetzt muss ich nämlich erst so eine Halterung, so einen Kronleuchter runterschießen, damit mein Kollege oben weiterkommt. Ja. Gute Nacht. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, was mich hier erwartet. Was jetzt passiert, gibt auch einen Erfolg, aber passiert alles automatisch im Prinzip. Wohin jetzt? Ich weiß es gerade nicht. Heiße Kämpfe. Es ist gar nicht so einfach, wie es aussieht, glaubt mir. Ah ja, genau, okay. Die Waffe laden. Zu den News komme ich jetzt gerade mal. Und zwar gab es die News, dass Diablo 3 spätestens nach der Veröffentlichung des nächsten Patches, glaube der letzte soll das dann sein, halt keine Patches mehr bekommt. Und dann habe ich auch sehr viele Beschwerden dann wieder gelesen im Internet. Das wäre ja eine Frechheit, man muss auch ein Spiel weiter unterstützen und bla und bla. Und tot. Ich finde, dass man Diablo 3 schon sehr lange und sehr gut unterstützt hat, ja, und bin damit absolut zufrieden. Und das hat man ja wohl sehr vorbildlich gemacht in dem Sinne, dass es auf jeden Fall mehr unterstützt wurde, als das andere Hersteller mit ihren Spielen jemals machen würden. Und deswegen, ich finde, Diablo 3 ist sehr komplett so, wie es jetzt ist und kann mich da nicht beschweren. Ne? Ich glaube, ich habe mich festgesetzt hier. Ernsthaft. Weiß gerade nicht, wieso da jetzt kein Wasser drin ist. Check this out.
weiß, es gibt in dem Spiel eine Stelle, wo man sich verhaspeln kann. Ich glaube, ich habe sie gerade geschafft zu finden. Ich bringe mich jetzt mal mit Absicht um, mal gucken. Uah. Ja, ist auch so. Hier muss man nämlich erst was anderes machen. Das ist erst kaputt. Und zwar muss ich erst hier runter. Genau. Und dann hier lang. Alliop. Oh Gott, ich hasse solche Geschichten hier. Super gefährlich. Ja, genau. Warum kriegt sie mich? Warum? Das kann nicht wahr sein. Das müssen wir ausdefinieren. Warum ist das so? Deswegen. Genau. Der ist schon so ein bisschen einfach ein Geschicklichkeitsparcours, ja. Das war's nämlich. Jetzt kann ich auch das Wasser freilassen. Aber der Rückweg wird beschwerlich. Oh Mann, ey. Das 4 Uhr morgens, ey. Nee, nee, ey. Ich brauche einen Schluck Kaffee im Moment. Nein! Oh, da ist ja noch eine. Schnell durchrennen, oder kommen wir nur rüber, wenn wir das Vieh jetzt da ein bisschen nerven. Fledermaus oder was das sein will. Warum Buddy Buddy? Genau. Aha. Und jetzt kommt diese Wassergeschichte her. Hoffentlich schaffen wir es jetzt wieder. Direkt, sofort. Und ein Sprung noch und ja. Also ich bin richtig stolz auf mich. Normal funktioniert das nicht so gut.
wieder dafür sorgen, dass er da unten lang kann. Dazu gehen wir hier lang. Genau. Erstmal schießen, um den Wächter loszuwerden. So. Ja. Kicken die Eier, gucken. War schon knapp. Das ist schön, richtig schön befriedigend. Ja, Waffe laden. Ihr merkt schon, ich habe viel mehr geballert, als das am Anfang ging, und trotzdem ist die Waffe nicht leer geworden. Das ist schon ziemlicher Fake mit dem Aufladen, aber egal. Hier muss ich warten, bis der in der richtigen Position unter der Kugel steht. Genau jetzt. Gute Nacht. So. Jetzt wieder ganz zurück. Wurde aber haarig, ja? Ach, gucke mal, das Wasser ist da. Ist das nicht schön? Da tauchen wir erstmal ab. Nicht den Fehler machen und hier hochtauchen, um Luft zu holen, das ist eine Falle. Wir müssen hier hoch. Müssen wir jetzt hier runter, oder? Ja, genau. Uah, war das knapp. Strom aus. Hole ich aber erst noch mal Luft. Schwimmen, schwimmen, Junge. Ist auch geil, gell? Er ist eigentlich Physiker, ja. Und sitzt den ganzen Tag nur vorm Schreibtisch und bügelt irgendwelche Experimente aus, ja. Und jetzt muss er hier kilometerweit schwimmen, wie so ein Kampftaucher. Nicht so realistisch, oder? Na, erstmal Schluck Kaffee hier. Okay. Weiter geht's. Tada. Schnell weg, schnell weg.
Hilfe! Das alles nicht auswendig weiß, ist das so eine elende Rumprobiererei, glaubt mir's. Das ist der Oberhammer. Schmeiß mich, schmeiß mich! Wer hängt da jetzt? Aua, aua! Das war zu nah. Das ist hier auch so eine Stelle, die kann ein paar Versuche dauern. Das war gar nicht schlecht hier. Übrigens, wenn ihr hier einen Erfolg holen wollt, müsst ihr euch von ganz oben, wo ich eben runtergesprungen bin, runterfallen lassen hier, das ganze Ding runter bis auf den Boden, dann gibt es dann auch einen Erfolg. Sowieso, das sind so ein paar sinnlose Erfolge hier in dem Spiel, wie lass dich 20 Mal abschießen von irgendwelchen Gegnern und fall in den Tod und so Geschichten. Ziemlich konfuser Blödsinn. Hilfe! Wollt doch unten lang. Hände hoch. Und wieder zurück. Und jetzt hoch. Hoch. Jetzt schnell rüber. Dort zerschießen. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt ist vorbei. Jetzt komme ich nicht mehr weiter. Muss ich mich töten lassen. Hallo. Das sind unheimlich schwere Vorgänge in dem Spiel, wo es Ewigkeiten dauert, die herauszufinden, wenn er mich fragt. Also für jemanden, der sowas nicht kennt, ja, ist das schon echt übel. Ja, jetzt hat er hier ein Loch reingesprengt mit seinen Minen. Ne, das hat er nicht gemacht, das reicht nicht. Ah, nein, ey. Bring mich um, komm. Nochmal das Ganze. Hände hoch. So, jetzt. Ich glaube, ich baue erstmal ein Schild auf hier. Das Beste sein. Muss aber. Ja, jetzt haben wir ein Loch da unten. Sehr gut. Zack. Ne, das war auch verkehrt. Ich glaube, das war auch verkehrt. Aber jetzt weiß ich, wie es geht. Jetzt habe ich es raus. Halt, stopp. Schild aufbauen. So, und jetzt muss ich erstmal hier runter. Junge. Und hier das Ausschalten, genau. Jetzt haben wir nämlich drüben das Licht ausgeschaltet. Dann können wir durchrennen. Durch den Typ, der da von unten durchschießt. Und zwar Vollgas. Lauf! Was?
war doch jetzt auch wieder verkehrt, oder? Scheiße, scheiße. Muss hier noch irgendwas machen. Was muss ich noch machen? Genau, ich muss hier rüber. Diesen Hebel betätigen, das lässt unten den Löwe frei. Oder was das sein soll, irgend so ein... Geht's los, genau. Durchrennen, lauf! Genau. Drücke ich hier wild rum. Oh, zu weit nach vorne gerutscht. Also die Figur hat auch einen Trägheitsmoment. Da kann das durchaus passieren, dass man mal schwupps weiter nach vorne rutscht. Einfach früh genug aufhören zu rennen und dann geht das schon. Verdammt. Da fängt er mich auf, ja. Aua. Das ist aber nicht mein Freund. Ich drücke jetzt mal kurz Y und zeige euch, wie das Spiel in alter Grafik aussieht. Nice, oder? So habe ich das am Amiga gespielt. So oder so ähnlich. Kriech zu dem Hebel, kriech zu dem Hebel. Lauf! Bin ich am Hebel und muss warten. Bis er in die Mitte läuft und... in den Hebel! Batz! Und sofort zurückkriechen. Sofort. Schnell zurück. Zurück, zurück. Wäre ich nervös, da brauche ich einen Schluck Kaffee. Also das war im Prinzip das ganze Spiel. Kostet 7,99 €. Allerdings habt ihr, wenn ihr hier seid, wahrscheinlich schon 1000 G. Ja. Oder halt eine Trophy.
Oder alle Trophies. Viel mehr Platin-Trophy gibt es, glaube ich, nicht bei so einem Spiel, oder? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Ja, das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, das jetzt mit euch hier mal ein bisschen zu zirken. Jetzt habe ich aber, jetzt haben wir, ach ja, scheiße, wir haben ja schon 6 Uhr, ja? Ja, vielleicht gehe ich jetzt doch lieber ins Bett und wünsche euch auch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.